Heili Hallöchen, mein Name ist Toxic und dieses Let's Play Limbo. Es ist blind, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Und hier oben sieht man eine Bärenfalle auf dem Ast, um den berühmten Baumbären zu fangen. Klingt logisch. Was? Zum Teufel, ich bin ein Junge und soll eine Spinne töten, oder was? Klingt sehr logisch. Wie soll ich das machen? Ich guck erstmal, wie die angreift. Das wird vielleicht eine Möglichkeit. Hallo Spinni! Hallo Spinni! Moment. Momentissimo, mir ist gerade ein Einfall gekommen. Aha, Monsieur Bärenfalle meldet sich. Hallo, Monsieur Bärenfalle. Warte kurz. So. Okay, ich muss sie echt genau dahin tun. Boah, ich bin so fies, weißt du das, Spinne? Pass auf. Guck mal hier, hier stehe ich. Guck mal hier. Guck mal hier. Du bist echt blind, oder? Oh! Okay, dass der dritte so schnell kam, war überraschend. Ohne Scheiß, gibt's zu. What the fuck? Zweiter Part, zweimal zu Tode erschreckt. Oh mein Gott. Fuß 1, komm her. Fuß 2, komm her. Übelst Angst vor dem Fuß. Und nun? War das der erste Endgegner oder was? Lame. Okay, sie hat mich einmal übelst gekillt, aber... Lame. So. Gehen wir mal tiefer in den Wald rein, ist ja nicht irgendwie... Total verkehrt, wenn man aus dem Wald rausgeht, will man ja nicht eigentlich tiefer rein, aber... Ich mache ja nichts, ich laufe ja nur. Der Junge will da lang. Hä? Egal. Ich vermute, die Spinne ist noch nicht komplett tot. Was? Ich will hier raus! What the fuck? Hallo! Hallo! Du willst dich verarschen, oder? Ich habe dich verloren. Beweg dich, Bubi. Beweg dich. Oh yeah. Like a Raupe. Oh yeah. Oh yeah. Gib mir die Raupe. Aha. Aha. Come on. Aha. Werde ich jetzt zum Schmetterling? Boah, das wäre sexy. Glücklicherweise bin ich schneller und schlauer als eine Spinne. Ich glaube, ich soll da nicht reinfallen. Boah, Junge, wie weit der springen kann, das ist übelst abnormal. Junge, ich bin super Raupe.
Superraupe, es gibt nur die eine. Superraupe, es gibt nur die eine. So, das ganze Let's Play werden wir jetzt als Raupe spielen. Boah, Zentimeter Arbeit hier. Das ist unglaublich. Aber als Raupe kann man sowas natürlich, und als Superraupe ist sowas natürlich kein Problem. Wow. Boah, ich dachte, das da oben bewegt sich auch. Sind natürlich jetzt ziemlich krass gewesen. Superraupe ist sogar schneller, schneller, schneller. Auch eine Superraupe hat mal einen schlechten Tag. Okay, jetzt warte ich aber erstmal, bis das Ding da angeschlagen ist. Nicht, dass ich da wieder rüberspringen will und faile. Ich glaube, die Spinne kann mich gar nicht einholen, wenn ich das normal mache, aber nein. Superraupe muss ja unbedingt runterspringen. Ha, einen lieben Dank dafür. Uah! Es ist trotzdem Superraupe. Dieser kleine Junge hat echt viele Identitätswechsel. Erst ist der Junge, den niemand kennt, dann ist es der Junge, den niemand kennt, und dann ist es einfach Superraupe. Komm schon, Junge. Da ist eine Spinne hinter dir. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse Spinnen. Von daher kann ich mich mit dem kleinen Jungen da sehr gut identifizieren, obwohl ich nicht in den Wäldern rumspiele und keine weißen Augen habe. Das ist Baby Punch Arroganz! Lauf, Babo! Lauf! Steh auf! Schneller! Muss laufen, hinter diese Spinne irgendwo. Oh mein Gott. Ich wollte dich nicht töten, Junge, ne? Bro, gib mir 5. Komm schon. Das war ein Versehen, das weißt du auch. Bro. Dankeschön, Bro. Ich hab doch gesagt, das war ein Versehen. Knapp. Puh. So, noch einmal den Tarzan raushängen lassen. Das ist auch noch eine Identität von ihm. Tarzan. Superraupe. Was kommt als nächstes? LOL. LOL. Vielen Dank, verehrte Zuschauer. Und der wird nicht hinkommen. Geil. Komm schon. Ja. So, ganz ruhig. Geh kaputt. So. Ja. Das wusste ich nicht. Und ich hab's einfach trotzdem geschafft. Bin ich der Barbo oder was? Oh mein Gott! Wie soll ich das denn bitte... Wie soll ich das denn bitte riechen? Ohne Scheiß. Okay, jetzt habe ich echt Schiss vor der Musik. Okay, langsam bin ich in diesem Spiel drin. Aber das Ding wird nicht einfacher. So. Noch 5 Minuten, glaube ich. Ich soll jetzt...
vermute, ich muss da durch. Kleiner Junge, mach nicht einen auf retarded. Renn! Wer zum Teufel? Oh mein Gott, ich bin nicht alleine hier? Okay, das ist jetzt auch für mich eine Überraschung. So ein paar Sachen kann ich, das mit der Spinne wusste ich. So ein paar Rätsel wusste ich auch. Hallo! Aber, dass hier auch noch andere Menschen sind, das wusste ich echt nicht. Brenn, Junge, brenn! Okay. So. Spring! Zieh! Spring! Zieh! Okay, so springt er in die Weite, das heißt, wenn ich das Ding sehe, muss ich stehen bleiben. So, und jetzt schnell durch. Ey, was ist denn mit mir los? Was bin ich denn, dass alle von mir weglaufen? Hallo, ich bin ein kleiner Junge mit weißen Augen, der in einem... What the fuck? Okay, irgendwie muss ich da hoch. Aber da oben ist eine Bärenfalle. Okay, ich muss wahrscheinlich hier durch, um das zu testen. Geil! Oh ja, so mag ich's. Schön von hinten. Aua. Wie soll ich das denn... Hä? Okay, ganz ruhig. Ach wie, muss ich direkt wieder zurück? Hallo Kopf! Tschüss Kopf! Ja. Okay, die Stelle will ich auf jeden Fall noch schaffen. Ach so, und dann sind da zwei Bärenfallen nebeneinander, willst du mich echt verarschen? Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? WTF. Es ist echt hart. Ach, Moment. Okay, ich bin retarded. Schön, dass ich... Ey! Zieh mir nicht das Seil weg! Okay. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Projekt geht, muss ich ehrlich sagen. Fail. Au. Fail. Unnot. Muss ich unbedingt durch die Spinne getötet werden? Es kommt davon, wenn du mir Fallen stellst, Bitch. Lauf, Junge! Du bist die einzige Rettung, die es nicht gibt. Ah, okay. Okay. Moment. Was macht das?
Jetzt eine Bärenfalle, das ist ja hart. So. Okay. Ich werde jetzt die nächste Stelle suchen und dann werde ich mir einen Part beenden. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt so betont habe. Jedenfalls sliden wir erstmal noch ein bisschen runter. Da hinten sind Menschen. Was die jedoch machen. Das sehen wir im nächsten Part von Let's Play Limbo. Mit eurem Toxic. Wir sehen uns. Haut rein, haut raus. Nee, das sage ich eigentlich nie. Tschüsschen, das sag ich.